Obwohl, ich bin ja schon früher. Findest du? Ja. Ich habe mir Spiritus dabei, also ich kann auch ein Feuer machen. Mir sogar lieber. Ich kann gerne ein Feuer machen. Komm. Ich hatte zwar Spiritus dabei, aber. Ey, nicht mal. Feuer. Ich bin nur so, dass ich direkt schon ein bisschen. Guck mal da vorne, da liegt ein Kiefer. Eine Richtung. Das hat absichtlich schon hier schon mal gesammelt. Ja. Und hier wird es gleich aus. Jetzt geht's zur berühmten Stelle. Wahnsinn. Ich wie mir hier abends am Feuer stundenlang ist. Das ist eine geile Stelle hier. So, quasi. Ich bin fast runtergefallen. Beim Rückwärtsgehen, von der, wenn ich die Kamera einstellen wollte, von der, bin ich nachts rückwärts gelatscht hier. Mein Fuß abgerutscht da runter. Konnten dann, oh, ich habe das Knie so scheiße wehgetan, habe ich jahrelang Probleme im Knie gehabt. Okay. War nur so als Tipp, also wenn man mal, du bist ja jetzt bald weg, Mensch. Hau ab, Morgen ist weg. Wo geht er hin? Das ist Neuseeland. Das ist nicht gut. Mhm. Er schreibt da auf dem BCP, der Bilder hat schon Auto schon gekauft, ein Jahr in Neuseeland. Ein schönes Auto, musst du mal gucken. Neuseeland 2014 heißt das Ding. Da oben auf dem Berg waren wir.
wo der rüberkommt. So, wir sind jetzt hochgegangen. Das ist hier auf der anderen Seite. Da drüben war unser Weg. Und jetzt geht's hier weiter nach da oben. Da oben sieht man schon durch die Bäume die Hütte. Und da wollen wir hin. Jetzt geht's ans Klettern. So. So, der Andreas sammelt schon mal Holz für den Kelly Kettle. Das heißt, eine Runde Kaffee. Ich denke, das haben wir uns verdient. Wir müssten jetzt ungefähr von da hinten kommen. Hinter dem Berg, da waren wir. Und an der Stelle auf dem Felsen da vorne haben wir auch vorhin mal kurz rausgemacht. Jetzt sind wir an unserem Ziel, an der Hütte. Jetzt kannst du mal. Gleich kommt der, wenn du jetzt machst. Guck mal, Achtung, guck mal, jetzt okay. Ja? Mhm. Das ist ein brennbarer Gase. Ja. Andreas, erzähl noch mal, was das mit den Gesichtern war. Die sogenannte Steckeschläferklamm. Das kommt von Stecken hinter sich herschleifen. Das ist ein Verein, der sich um den Halt der Brücken kümmert. Und da in dem Verein ist ein sehr begabter Holzschnitzer, der da in den Baumstümpfen oder beziehungsweise alte Aststellen macht er da ganz talentiert Gesichter rein. Mhm. Herr Kellermann. Jetzt geht's wieder nach Hause. Schönen Tagestour. Wie viel haben wir jetzt? 10 vor 6. 10 vor 6, also von 13 Uhr ungefähr bis 10 vor 6. 12 Uhr 30. Wie machen wir das? Das können wir noch malen. Schwimmst du noch?